Heute zeige ich euch, wie man leckere VL-Muffins backt. Man benötigt ein Stück Butter, 200 Gramm Zucker, 4 Eier, 500 Gramm Mehl, eine Prise Salz, Backpulver und ein 1/8 Liter Milch. Außerdem braucht man ein Muffinförmchen, eine Rührschüssel und einen Mixer. Zuerst nimmt man sich die Rührschüssel und füllt das Mehl, den Zucker und das Backpulver in die Rührschüssel. Jetzt verrühre ich das Ganze auf der tiefsten Stufe. Schlage die Eier in einer anderen Schüssel auf. Nun packen wir die Butter in eine Schüssel, um sie zu schmelzen. Jetzt mischen wir alles zusammen. Die Butter, die Eier, die Milch und zu guter Letzt die Prise Salz. Fange ich an zu mixen, bis alles schön verrührt ist und die Mehlklumpen keine Mehlklumpen mehr drin sind. Und dann mache ich immer schnellere Stufen an, damit es ein schöner Teig wird. Wir wollen grün-weiße Muffins haben, deshalb nehme ich jetzt das kleine Gefäß und fülle die Hälfte des Teigs um. Jetzt nehmen wir Lebensmittelfarbe und füllen das in den Teig. Dann mach mal kurz Stopp. Und dann mixen wir, dass uns eine grüne Masse kommt. Jetzt füllen wir den Teig immer abwechselnd in die Muffinförmchen. Besser ist ein Löffel. Und jetzt tun wir das Ganze in den Backofen. Bei 180 Grad 25 Minuten backen. Nach 25 Minuten sind die Muffins fertig. Jetzt machen wir noch Zuckerguss in einmal weiß und einmal grün. Wir bereiten gerade den weißen Zuckerguss vor. Dafür nimmt man Puderzucker und Wasser und verrührt es mit entweder einem Schneebesen oder einer Gabel oder einem Löffel. Dann nimmt man sich die Lebensmittelfarbe und schüttet sie in
den anderen Behälter. Vermischt das erstmal ein bisschen. Und wenn man merkt, ach, das ist zu trocken, nimmt man noch ein bisschen Wasser dazu. Und vermischt das Ganze. Jetzt nimmt man sich den weißen Zuckerguss und tut ihn auf die grünen. Verstreicht dieses mit einem Pinsel. Guten Appetit!